Wir können sie essen, wir können sie trinken, wir können darin baden und uns damit auspeitschen. Da dürfte doch für jeden was dabei sein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute geht's um die Brennnessel, die wird auch Urtica genannt. Wer das Video zum Buchstaben T vermisst, dem packe ich den Thymian mal in die Videobeschreibung. Das habe ich erst im Herbst aufgenommen und da geht's genau um Wirkung und Anwendung von Thymian als Heilpflanze. Schon Kräuterpfarrer Künzel hat gesagt, die Brennnessel wäre längst ausgerottet, wenn sie ihre Brennhaare nicht hätte. Die Brennnessel weiß genau, wie gut und wertvoll sie ist und muss sich mit ihren Brennhaaren einfach schützen, sonst würde sie sofort aufgefressen. Und auch Alfred Dürer hat schon ein Bild gemalt, in dem ein Engel mit einer Brennnessel in der Hand zum Thron des Allerhöchsten emporfliegt. Maria Treben berichtet von einem Arzt, der gesagt hat, wüsste die Menschheit darum, wie heilkräftig die Brennnessel ist, würde sie nichts anderes mehr anbauen. Wir können die Brennnessel ganz einfach in unsere Ernährung integrieren. Man kann sowohl die jungen Blätter und frischen Triebspitzen nutzen, als auch die Samen. Die Blätter erntet man in etwa von März bis Oktober und die Samenstände der Brennnessel ja, sind dann so ab Juli bis Oktober zum Sammeln. Man kann die Blätter oder auch die Samen benutzen, zum Beispiel als Beigabe bei Salaten, in Suppen. Man kann die Brennnessel auch wie ein Gemüse dünsten. Die Brennnesselblätter kann man natürlich auch für einen Brennnesseltee benutzen. Die Brennnessel enthält sehr wertvolle Vitamine und Mineralien. Sie enthält mehr Eisen, als im Spinat ist. Und sie enthält 6-mal mehr Vitamin C, als in der Zitrone vorkommt. Die Brennnessel ist voller guter Eiweiße. Sie hat auch Kieselsäure und auch einige Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium und Magnesium. Die Brennnessel kann auch benutzt werden zur äußerlichen Anwendung. Familie Stohl beschreibt unter anderem, dass man sich mit der Brennnessel auspeitschen kann. Das hat eine durchblutungsfördernde Wirkung und das kann heilend wirken, zum Beispiel bei Rheuma, aber auch bei Gelenkentzündungen. Die Brennnessel ist gleichzeitig auch blutreinigend und blutbildend. Sie wirkt auch entschlackend und harntreibend und ist deswegen besonders gut geeignet für Frühjahrskuren. Sie schwemmt Giftstoffe und Krankheiten aus dem Körper heraus. Außerdem wirkt die Brennnessel sehr gut für unsere Haut. Besonders auch bei Akne und bei Ekzem können Brennnesselkuren als Tee angewandt werden. Aber auch bei Gicht und Rheuma und auch bei Harnwegsinfektion empfiehlt die Familie Stohl den Brennnesseltee. Die Brennnessel wirkt auch auf unsere Bauchspeicheldrüse und kann so den Blutzuckerwert senken. Maria Treben empfiehlt den Brennnesseltee auch bei Kopfschmerzen, aber auch bei Nierenerkrankungen. Sie erwähnt auch Heilerfolge bei Darm- und Milzgeschwüren, also bei Krebserkrankungen. Aber auch bei Leber- und Gallenleiden wurde die Brennnessel sehr erfolgreich eingesetzt. Laut Maria Treben wirkt die Brennnessel auch bei Allergien. Bei diesen Beschwerden und auch als Frühjahrskur empfiehlt sie, 4 Wochen lang eine Teekur mit Brennnessel zu machen. So eine Brennnessel-Teekur ist auch empfohlen bei Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen, gerade auch, wenn sie im Alter auftreten. Die Brennnesselkur macht einfach wieder frisch und munter und meistens liegt es an einem Eisenmangel, dass diese Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände eintreten und gegen den Eisenmangel wirkt die Brennnessel ganz hervorragend. Maria Treben verzeichnet auch Erfolge mit der Brennnessel bei Krämpfen und bei Ischiasschmerzen. Sie empfiehlt dabei ein Vollbad. Dabei werden Wurzeln und die Blätter der Brennnessel benutzt, um einen Badezusatz, also einen Sud, als Badezusatz zuzubereiten. Die Brennnesselwurzel kann aber auch zu einer Tinktur hergestellt werden oder als Sud benutzt werden, als Haarkur. Es heißt, da wo sonst kein Haar mehr wächst, sprießen dann neue. Maria Treben erwähnt auch ein Fußbad gegen Durchblutungsstörungen und besonders bei Menschen, die von einem Raucherbein betroffen sind, hätte das wohl viele Amputationen verhindern können, wenn man rechtzeitig mit Brennnesselfußbädern entgegengewirkt hätte. In allen Werken, wo ich jetzt etwas zur Brennnessel gelesen habe, ist auch explizit erwähnt, dass sie vorbeugend regelmäßig eingenommen oder in die Nahrung integriert oder regelmäßig als Tee getrunken auch besonders gut den Körper schützen kann. Sie stärkt uns, sie macht uns gesund, sie gibt uns die wichtigen Stoffe, die wir brauchen und kann besonders gut auch vorbeugend wirken, gegen zum Beispiel Viruserkrankungen, Erkältungen und die Brennnessel kann auch anderen Leiden und Krankheiten richtig gut vorbeugen. Wie man die Brennnessel ganz einfach ernten und auch zubereiten kann, hat Rocco kürzlich in einem Video gezeigt. Das könnt ihr jetzt gern noch anschauen. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Neues und Interessantes für euch dabei. Seid gespannt aufs nächste Video, ihr Lieben. Und habt bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss!